Was geschieht, wenn man Bilder und Musik zusammenbringt? Warum bringen wir Musik ins Museum? Und warum passt das gerade in der aktuellen Ausstellung hier im Wallraf-Richarts-Museum so gut? Im Zentrum der Ausstellung stehen Kunstwerke von Paul Signac. Und wir werden herausfinden, was seine Malerei mit Musik zu tun hat und welche Rolle das Wasser in seinen Werken spielt, das Meer. Der Franzose Signac hat die von Georges Seurat entwickelte Kunstrichtung des Pointillismus aufgenommen und nach dem frühen Tod seines 4 Jahre älteren Freundes weiterentwickelt. Point bedeutet Punkt. Die Bilder Seurats und anfangs auch die Paul Signacs sind vollständig aus einzelnen Punkten zusammengesetzt. Das Besondere dabei ist, dass jeder der kleinen Punkte jeweils in einer reinen Farbe aufgetragen wird. Punkt für Punkt stehen die Farben also nebeneinander, ohne dass sie, wie es in der Malerei bis dahin eigentlich üblich war, auf der Palette oder auf der Leinwand gemischt würden. Dieses Mischen übernimmt das Auge der Person, die das Gemälde betrachtet, ganz von allein. Woher wussten Seurat und Signac, dass das funktioniert? Die beiden Künstler beschäftigten sich mit Farbtheorie. Beide studierten die Werke des großen französischen Malers Eugène Delacroix, der für seine leuchtenden Farben und seine Experimente damit bekannt und gefeiert war. Beide arbeiteten aber auch eng mit dem Chemiker Eugène Chevreul zusammen, experimentierten in dessen Gobelin-Manufaktur und studierten seine Theorien zur Optik und Farbwahrnehmung. Chevreul hatte herausgefunden, dass bestimmte Farben in der Nähe anderer Farben stärker oder schwächer leuchten, dass das Auge sie heller oder abgedunkelter wahrnimmt, je nachdem, in welcher farblichen Umgebung sie sich befinden. Auf der Basis der 3 Grundfarben, Rot, Blau und Gelb, entwickelte er einen Farbkreis von jeweils 23 Mischfarben und deren Abschattierungen. Die Farben in den heutigen Schulfarbkästen basieren noch immer auf diesem Farbkreis Chevreuls. Seurat und Signac machten sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Farbwahrnehmung und der Physiologie des Auges zunutze und malten auf eine ganz und gar neue Art. Den optischen Gesetzen vertrauend, lassen sie das Auge die Farben mischen und das funktioniert ganz wunderbar. Thank you.
Schauen wir uns ein Gemälde Polzinjaks einmal genauer an. 1892 malt er Der Hafen bei Sonnenuntergang, Opus 236, Saint-Tropez. Eine wunderbar sommerliche Abendstimmung erfüllt dieses Gemälde. Man spürt förmlich die Wärme, die noch in der Luft liegt, die den Tag über in Steinen und Erde gespeichert wurde. Das Meer liegt ruhig da. Nur ganz sanfte Bewegungen kräuseln vereinzelt die glatte Oberfläche. Im Hintergrund liegen Bergketten in der Abendsonne und bilden einen optischen Abschluss. Ein Boot scheint im Hintergrund zu ankern. Ein anderes mit vollgesetzten Segeln läuft in den Hafen ein. Die Mannschaft, drei Personen sind erkennbar, scheint zusammenzuarbeiten, um vielleicht die Segel einzuholen. Rechts und links wird das Hafenbecken eingerahmt durch eine Mole und einige Häuschen und Bäume. Im Vordergrund zeigt Signac die Hafenmauer und zwei Poller in einer interessanten Perspektive. Wie zwei Keile treffen sich die Mauerseiten im unteren rechten Bilddrittel und eröffnen damit eine direkte Sichtlinie auf das einlaufende Boot. Dessen Segel wiederum sind so gespannt, dass sie zu allen Seiten des Querformats weisen und so alle Teile des Bildes harmonisch zusammenführen. Signac setzt die Bildelemente in einer unglaublichen Ausgewogenheit zueinander in Beziehung und schafft ein Bild, das den Wunsch weckt, auf der Hafenmauer Platz zu nehmen und die Beine baumeln zu lassen, den Duft der Bäume und des salzigen Wassers einzuatmen, die Wärme zu spüren. Vielleicht klingen entfernte Stimmen im Hintergrund oder ein Vogelruf. Es ist beeindruckend, wie viele Sinne Signacs Bild anspricht. Wie sehr die Gedanken sich beruhigen und der Kopf sich entspannt, wenn wir uns in dieses Gemälde versenken. Nichts lenkt ab. Kein Element auf der Leinwand fordert mehr Aufmerksamkeit als ein anderes. Alles steht miteinander in Beziehung und was Spannungen erzeugen könnte, wie die Hafenmauer oder die weit ausladenden Segel des Bootes, wird so positioniert, dass es sich gegenseitig ausgleicht. Pure, allumfassende Harmonie. Thank you.
La mer est ton miroir. Tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame. Wenn wir jetzt näher an dieses Gemälde herantreten, dann sehen wir, dass die Schatten- und Lichtflächen aus eben den kleinen Punkten gebildet werden, von denen zu Beginn die Rede war. Signac setzt hier reines Orange, Gelb, Rot und verschiedene Blautöne nebeneinander und variiert dabei jeweils den Anteil der Farben. Durch das Prinzip der optischen Mischung entstehen so im Auge der betrachtenden Person verschiedene Farbtöne. Ein weiterer Effekt, der durch das Auftragen der Farbe in einzelnen Punkten entsteht, ist ein sanftes Vibrieren, ein Flirren, das neben dem Sehen auch andere Sinne anspricht und beteiligt. Bei der Betrachtung aus der Nähe wird auch ganz deutlich, dass es keine mit dem Pinsel gezogenen Linien gibt. Die Konturen, die wir aus der Entfernung wahrnehmen, sind tatsächlich aufgelöst in einzelne Punkte der gleichen Farben in jeweils unterschiedlicher Mischung und Menge. Was durch diese Auflösung geschieht? Sie schafft eine Fokussierung auf die Oberfläche und macht so klar, was ein Gemälde eigentlich ist, nämlich nicht nur ein Illusionsraum, sondern eine zweidimensionale Fläche, aufgeteilt in verschiedene Formen, die in einem bestimmten Rhythmus zueinander im Bild liegen und hier sehr dekorativ wirken. Signac betont diese ins Abstrakte weisende Qualitäten seiner Gemälde eine Zeit lang zusätzlich dadurch, dass er sie, wie auch dieses hier, mit Opusnummern versieht und ihnen zum Teil auch weitere aus der Musik entlehnte Begriffe als Titel beigibt. So setzt er beispielsweise musikalische Tempobezeichnungen hinter seine Titel wie Andante, Allegro oder Presto. Diese italienischen Begriffe rufen häufig auch eine bestimmte Stimmung auf. So meint Allegro zum Beispiel nicht nur ein rasches Tempo, sondern bedeutet auch fröhlich, heiter. Thank you.
Im Laufe seines Lebens bleibt Paul Signac dem einmal eingeschlagenen Pfad treu. Nach dem Tod Seurats wird er zum Hauptvertreter des vom Kritiker Félix Fénéon so bezeichneten Neo-Impressionismus. In der Nachfolge der Impressionisten und für Signac besonders seines großen Vorbilds Claude Monet interpretiert er die Kunst mit Hilfe der Wissenschaft. Wo er zu Beginn aber genau studiert, ausprobiert und forscht, wird er mit fortschreitendem Alter immer freier. 1895 notiert Signac, und hier zitiere ich: Wir treten nun aus der Phase der schwierigen und notwendigen Analyse, in der alle Studien einander ähnelten, heraus und in jene der persönlichen, vielgestaltigen Schöpfung ein. Zu dieser Zeit beginnt er auch, inspiriert von der Lektüre der Tagebücher Delacroix, selbst ein Tagebuch zu führen und damit seine Gedanken so zu ordnen, dass daraus eine Lehrschrift entstehen wird. 1899 veröffentlicht, wird sie für nachfolgende Generationen von Malerinnen und Malern in ganz Europa zu einem reichen Fundus für die Erkundung der Farbe. In seinem Malen vollzieht sich der Wandel zu größerer Freiheit mit immer breiteren und größeren Pinselstrichen, die die kleinen Punkte ablösen. Seine Bilder bekommen etwas Mosaikhaftes. Die breiteren Striche lassen die Farben noch stärker leuchten, bringen die Oberfläche der Gemälde noch stärker zur Geltung und führen das Spiel von Licht und Schatten ganz real in die Bilder ein. Wir schauen uns das einmal genauer an und vertiefen uns in das Hauptwerk dieser Ausstellung, Konstantinopel, Yeni Jami von 1909. 1906 hatte der begeisterte und sehr fähige Segler Signac Konstantinopel, heute Istanbul, auf einer Tour durch das Mittelmeer mit seiner Yacht Henriette für sich entdeckt. 1907 besuchte er die Metropole erneut und malte zahlreiche Aquarelle, die er zurück im eigenen Atelier als Gemälde ausführte. Darunter die neu in die Sammlung des Wallraf Richards gekommene und hier im Haus aufwendig restaurierte Leinwand mit dem Blick auf die neue Moschee Yeni Jami. Schauen wir dieses Mal in umgekehrter Reihenfolge und beginnen mit Details und einem ganz genauen Blick aus der Nähe. Erkennbar ist, wie regelmäßig die Farbflecken sind, die Signac auf die Leinwand setzt. Ungefähr 6 × 10 mm misst jeder einzelne von ihnen. Für manche benutzt er nur wenig Farbe, andere sind erhaben und erzeugen durch ihren dicken, pastosen Farbauftrag kleine Schatten auf der Leinwand. Die Leinwand wird an vielen Stellen sehr deutlich sichtbar. Der Maler hat sie sorgfältig weiß grundiert, bevor er seine Vorzeichnung anlegt und mit dem Farbauftrag beginnt. Überall, wo sie durchscheint, wo Luft zwischen den Pinselstrichen bleibt, steigert ihre Sichtbarkeit das Leichte, Helle, Leuchtende. Anders als auf fast allen anderen Bildern Signacs hat er im oberen Bereich der Leinwand die Pinselstriche nicht parallel zueinander gesetzt, sondern verkreuzt. Treten wir zurück, offenbart sich dieser Bereich als der Himmel über der Silhouette Istanbuls. Die freiere, fast intuitiv wirkende Setzung der Pinselstriche in diesem Bereich steigert die atmende Wirkung, erscheint wie bewegte, flirrende Luft. Signacs Leinwand zeigt, wieder in einem Querformat, das sich fast in der Nähe zum Quadrat bewegt, den Blick auf die neue Moschee Yeni Jami und die Beyazid-Moschee. Kuppeln und Minarette liegen gestaffelt hintereinander in der linken Bildhälfte und laufen zur Mitte hinaus. Der Blick fällt vom Wasser aus auf die Silhouetten der Moscheen, als habe Signac von seinem Boot aus gemalt. Die Land-Wasser-Grenze teilt das Format im goldenen Schnitt. Links und rechts neigen sich Segel jeweils zur Bildmitte und rahmen die Sicht auf die Architektur. Im Vordergrund links, direkt unterhalb der Moschee, fährt ein Kaik, ein langes, schmales Ruderboot, gemächlich auf die rechte untere Bildecke zu. Zwei Personen sind angedeutet. Ihre Silhouetten spiegeln sich im Wasser, das Boot wirft einen Schatten. Das Bild ist aus einem farblichen Akkord von Rosé-Violett und Blau-Türkis-Grüntönen aufgebaut, jeweils bis fast zum Weiß hin aufgehellt. Nur mit dieser Farbpalette in ihren unterschiedlichen chromatischen,
das heißt schrittweisen Abstufungen, zaubert Signac ein geradezu magisches Leuchten. Ein Licht, das der aufgehenden Sonne vorangeht. Die Ruhe, die in dieser Morgenstimmung liegt, ist betörend. Man genießt diesen Moment, der dem nach Sonnenaufgang sicher folgenden geschäftigen Treiben vorausgeht. Obwohl Signac in der Zeit ab 1895 aufgehört hatte, seinen Werken Opusnummern zu geben, sind die abstrakten Qualitäten seiner späteren Gemälde sehr deutlich. Die rhythmische Staffelung der Kuppeln, Minarette und Segel, die farbigen Flächen, die sich bilden, die extreme Reduktion des Erzählenden, die Gestaltung der Oberfläche durch die Pinselstriche und besonders der starke Fokus auf den eigenen Ausdruckswert der Farbe. Auch hier begegnet uns eine geradezu perfekte Ausgewogenheit und Harmonie, in der Komposition ebenso wie in der Farbgebung. Signacs Bilder zeigen Natur und Kultur, Wasser und Boote sowie Stadtansicht gleichermaßen als reich von Harmonie, Schönheit und Gleichgewicht. Entstehen tut dieses Gleichgewicht aus Kontrasten. Dadurch, dass eine Farbe die neben sie gesetzte zugleich zum Leuchten bringt und in Schach hält, mit ihr harmoniert und sie bändigt. Signac nennt das das großartige wissenschaftliche und philosophische Gesetz des Kontrastes oder der Vielfalt in der Einheit. Hierin scheint die Begeisterung des Malers für den Anarchismus auf, dessen Anhänger und Verfechter er war. Der Traum von der Freiheit von menschlicher Autorität verlangt als soziale Bedingung eine perfekte Harmonie zwischen Individuum und Gesellschaft, bei der jeweils eines für das Wohlergehen des anderen verantwortlich ist. Den hierfür notwendigen Balanceakt zwischen Vielfalt und Einheit agiert Signac in jedem seiner Gemälde aus. Kunst war für ihn eine Art Heilmittel für die Menschen, die dem modernen Leben in der Großstadt ausgesetzt waren, mit seiner Überbetonung des Rationalen und seiner auf Produktion und Funktion ausgerichteten Umgebung. In seinen Bildern sollten die Menschen Erholung finden, ebenso wie in der Betrachtung echter Landschaften und ganz besonders im Erleben von Wasser. Wasser war Signacs erstes malerisches Interesse, als er 16-jährig nach dem Besuch einer Ausstellung von Monet beschloss, Maler zu werden. Wasser blieb sein ganzes Leben lang das zentrale Thema seiner Malerei und das Element, das für ihn die größte Faszination ausübte. Er segelte über Flüsse und das Mittelmeer und lebte am Wasser regelrecht auf. Das Meer, seine Lichteffekte, seine ewige Bewegung, sein ewiges Blau. Thank you.
schon.